Ja, herzlich willkommen zu der Session digitale Messprotokolle am iPad. Mein Name ist Juri Bayert. Ich unterrichte, paar Worte zu mir, unterrichte die Fächer Mathematik, Physik und Informatik an einem Gymnasium im Südwesten, in Bruchsal und bin an meiner Schule für die Digitalisierung mit iPads zuständig. Das heißt, ich kümmere mich ums Management und um die Themen iPad im Fach Informatik und NW-Unterricht und freue mich deswegen, euch heute einige Lösungen, einige Möglichkeiten vorzustellen, wie wir das iPad bei Versuchen im naturwissenschaftlichen Unterricht einsetzen, um damit digitale Messprotokolle zu erstellen. Ich glaube, das Thema ist ein top aktuelles Thema, gerade Naturwissenschaften und deren Förderung zusammengekoppelt mit der Verarbeitung von digitalen Messwerten. Es gibt auch immer wieder, gerade wieder neue Möglichkeiten, digitale Messinstrumente einzusetzen und gleichzeitig natürlich auch die Schülerinnen und Schüler für Selbsterklärungen dann damit aufzufordern. Und da hoffe ich, dass ihr soweit eine interessante und gute Zeit habt. Nur vorab nochmal wichtig, die Session ist so gestaltet, so gedacht, dass ihr zuhört. Gerade von der Zeit her ist es auch nicht möglich, dass ihr da die Schritte mitmacht, außer ihr seid wirklich sehr, sehr schnell. Das Ganze wird aufgezeichnet und ihr könnt im Nachhinein auf YouTube auf dem Kanal, ich werde am Schluss auch nochmal zu dem Link was sagen mit QR-Code, das Ganze nochmal in Ruhe nachschauen und in Ruhe nochmal ausprobieren und mit dem Vorteil natürlich jederzeit das Ganze dann pausieren zu können und entsprechend sich das nochmal anzuhören. Solltet ihr Fragen haben, wendet euch sehr, sehr gerne an den Chat. Ich habe Unterstützung durch den Holger heute und werde am Schluss so die letzten 10 Minuten, bevor wir so circa auch noch eine kleine Pause für euch haben, wenn ihr auf die nächste Session geht, dann nochmal die wichtigsten und häufigsten Fragen mit euch beantworten und da versuchen, euren Antworten auch soweit Rechnung zu tragen. Das heißt von daher, wenn ihr Fragen habt, postet es einfach währenddessen in den Chat rein. Und bitte habt dafür Verständnis, dass ich währenddessen nicht wirklich darauf eingehen kann, aber am Schluss natürlich sehr, sehr gerne die Fragen aufgreife. Ansonsten gerne einfach zurücklehnen und soweit Inspiration holen, die ich hoffentlich euch heute biete. Ich habe drei Steps letztendlich mit euch heute vor und von daher so ein bisschen. Erster Punkt, den ich mit euch machen werde, so ein paar Worte zu Numbers überhaupt. Wie funktioniert oder was sind da für Besonderheiten der Fall? Drei Anwendungsfälle will ich euch vorstellen und zu denen, das ist letztendlich der Hauptteil, zu denen kommen wir gleich und am Schluss ein bisschen euch versuchen, Unterstützung beim Start zu geben. Was könnt ihr, wo könnt ihr vielleicht nachschauen, um mit euch ja, Anleitungen oder Hilfe zu holen, um Numbers bei euch einzusetzen? Und ja, ein paar Worte zu Numbers letztendlich. Numbers ist in diesem Fall keine reine Tabellenkalkulation, sondern hat immer noch den Vorteil, dass ich gewissen Layout letztendlich Layout anordnen kann und damit auch digitale Arbeitsblätter damit machen kann. Das werde ich euch auch vorstellen gleich. Und gerade wenn es darum geht, digitale Lernprodukte, ich habe es am Anfang auch so ein bisschen erwähnt, zu erstellen, da bietet sich die Möglichkeit, mit Numbers das umzusetzen. Man kann mit Numbers über Audioaufnahmen sehr gut Selbsterklärungen einfordern und zum letzten Punkt auch Systematik in digitaler Protokollierung üben. Und dazu kommen wir jetzt. Ihr solltet jetzt gleich auch meinen iPad-Bildschirm soweit sehen, weil ich mit dem ersten Anwendungsfall starten möchte, direkt einsteigen möchte, nämlich mit einem Projekt, was bei uns in der Unterstufe angesiedelt ist, genau gesagt in Klasse 7. Es geht um das Thema Lärmmessung im Schulhaus und in diesem Projekt setzen die Schülerinnen und Schüler bei uns das iPad ein, um mithilfe einer speziellen App, die ich gleich vorstellen werde, Lärmmessungen im Schulhaus vorzunehmen, diese digital auszuwerten und damit eine sogenannte Lärmkarte zu erstellen. Ich zeige euch das Endergebnis ein bisschen, was wir jetzt auch gleich erstellen werden, wo ich euch darauf hinführen werde. Nämlich diese Lärmkarte sieht dann so aus, dass die Schülerinnen und Schüler dann verschiedene Messorte auswählen. So sieht unser Schulhaus in diesem Fall aus. Wir haben jetzt hier zum Beispiel zwei Messorte, die die Schüler gemessen haben und in diesem Fall in dieser Lärmkarte das Ganze mit
dann entsprechenden Balkendiagrammen und den Messwerten entsprechend hier ausgestattet haben. Das ist in diesem Fall eines der Ziele dieses Projekts und die will ich euch jetzt erklären, wie man dazu kommt und währenddessen auch auf ein paar Besonderheiten mit Numbers in diesem Fall eingehen. Ich wechsle jetzt zu Numbers rüber und zeige euch da grundsätzlich mal die Vorbereitung, die man in diesem Fall für dieses Projekt trifft. Und starte hier mit einem sehr, sehr einfachen Dokument, um mal so auf ein paar Basics hier letztendlich mit Numbers in diesem Fall einzugehen. Man sieht jetzt hier eine ganz, ganz grobe Vorbereitung, die man jetzt hier mit den Schülern auch zur Qualifizierung machen sollte, die wir zur Qualifizierung dann entsprechend auch machen. Ich habe es am Eingang auch erwähnt, Numbers ist letztendlich ein Tool, was auch Layout letztendlich bietet. Das heißt, wenn ich jetzt diese vorbereitete Tabelle verschiebe, dann habe ich die Möglichkeit, das Ganze auf einem Blatt hier, wo ich jetzt rauszoomen kann, zu positionieren. Aber ich sehe auf jeden Fall, diese Zellen sind anders, als ich von anderen Tabellen Tools gewohnt bin, entsprechend nicht mehr über den gesamten Bildschirm ausgedehnt, sondern nur einen bestimmten Bereich. Und ich kann diesen Bereich vergrößern, indem ich jetzt hier, habt ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr Numbers ausprobiert habt, auch entsprechend vergrößern und wieder verkleinern. So. Und wir wollen jetzt hier mal ein paar Möglichkeiten, will ich euch zeigen, wie ich jetzt hier die ersten Punkte hier letztendlich reinbringen kann. Man sieht, ich habe jetzt gerade schon eine Spalte benannt und zum Benennen ist auch üblich dann Doppeltipp oder dann zwei einzelne Tipps dann und ich kann hier die Spalte entsprechend benennen. Das ist in diesem Fall auch der Schallpegel von der Messung 2 in dBA. So, und jetzt in der Spalte hier vorne könnte jetzt beispielsweise die Beschriftung stehen und das werde ich gleich entsprechend noch einfügen. Jetzt könnten wir, wie in anderen Tabellenkalkulationen auch, anfangen, zum Beispiel den Mittelwert von entsprechenden Spalten zu bestimmen. Mittelwert tippe ich jetzt hier auch mal ein und dann funktioniert das sehr, sehr ähnlich wie auch in anderen Tabellentools. Und hier drückt man an diesem Fall am einfachsten auf den Punkt Zelle über neue Formel und hier habe ich die Möglichkeit, entsprechend den Mittelwert von diesen einzelnen Werten, ich ziehe jetzt einfach hier den Balken drüber, zu bestimmen und ich bekomme hier den Mittelwert entsprechend als Formel dann noch angezeigt und kann, das ist jetzt so das Erste, was man als Qualifizierung mit den Schülern dann letztendlich macht. So ein bisschen eine Besonderheit, die vielleicht dem einen oder anderen von euch auch aufgefallen ist, wer schon mit Numbers mal versucht hat zu arbeiten, dem wird aufgefallen sein, dass hier einerseits graue Spalten und Zeilen hier hinterlegt sind. Das sind sogenannte Titelspalten oder Titelzeilen. Mit denen kann man gerade in der Unterstufe, wo wir uns jetzt auch gerade befinden, was Schönes machen. Da ist jetzt auch wieder von eurer Seite so die Dosierung, wo setzt man das ein? Und zwar benenne ich jetzt einfach mal die erste Spalte mit einem Titel. Das könnte jetzt hier die Messung 1 sein. Und das könnte hier die Messung 2 sein. So, Messung 2. Ähnlich wie bei in diesem Fall anderen Tabellentools kann ich jetzt auch das Ganze automatisiert ausfüllen, indem ich jetzt hier sozusagen nach unten ziehe, am Rand greife, wie wir es aus anderen Tabellenkalkulationen kennen. Das funktioniert hier so, indem ich auf Zelle drauf tippe, Zellen automatisch füllen und dann kann ich hier die Messung entsprechend auch dann ausfüllen. Dieser Effekt, dass ich jetzt sowohl die Titelzeile hier oben als auch die Titel Spalte benannt habe, sehen wir dann, wenn wir jetzt zum Beispiel einen neuen Mittelwert, den könnte ich natürlich jetzt auch rüberziehen, aber einfach um den Unterschied für euch zu demonstrieren, wenn ich da jetzt hier mit der Formel angehe und wieder eine Formel eingebe, Mittelwert und jetzt hier die Spalten markiere, dann stellt man den Unterschied fest, dass in diesem Fall hier, wenn ich den Mittelwert zunächst mal als Zähler anwähle, dass ich dann sozusagen hier die Rückmeldung bekomme, welchen Wert ich hier angetippt habe. Und das ist so ein Vorteil von Titelzeilen oder Titelspalten, dass man dann die Benennung von Zellen nicht mehr in Form von C1, C2, C3 und so weiter so bekommt, sondern auch wenn ich einzelne Zellen anwähle, hier auch tatsächlich die Bezeichnung hier drin habe und man hier eine klare Rückmeldung hat, welche Zellen gemeint sind. Erst wenn man das Ganze über einen Bereich zieht, verschwindet dann diese Markierung.
Also so ein kleiner Vorteil, warum man diese Titelzeilen und Titelspalten nutzen kann. Ich werde später auch bei Diagrammen noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. So, jetzt haben wir einen ersten kleinen Punkt gemacht von einer Numbers-Tabelle, was ich jetzt hier dazu genutzt habe, um mal den Mittelwert von verschiedenen Schallpegelmessungen ja, zu bekommen. Die letzte Spalte mache ich noch raus. Diagramme. Was ist da so der Workflow, den wir den Schülern zeigen? Aus meiner Sicht sinnvoll, dass man erstmal ein leeres Diagramm erstellt, wenn man dazu nichts angewählt hat, irgendwo drauf tippen und hier auf Diagramme tippt. Dann kann ich hier verschiedene Diagrammarten anwählen. Und gerade bei der Schallpegelmessung, ich habe es vorhin gerade gezeigt, bieten sich natürlich Säulendiagramme an. Und in dem Moment, wo ich hier ein Säulendiagramm erstelle, bekomme ich sozusagen ein vorbereitetes Diagramm. Und so kann ich jetzt zum Beispiel schon anfangen, mal dieses Dokument als Vorlage an die Schülerinnen und Schüler dann als Vorbereitung für dieses Projekt einerseits dann erstellen lassen oder auch dann den Schülerinnen geben, mit was sie dann letztendlich starten. In dieses Diagramm bekomme ich jetzt die Messwerte relativ einfach. Die Anweisung steht letztendlich schon da, indem man hier drauf tippt und dann entsprechend oben auf die entsprechende Spalte drauf tippt. Und wenn ich auf den Titel drauf tippe, dann stelle ich schon fest, dass hier die Messwerte automatisch entsprechend übernommen werden. Und auch eine zweite Spalte kann ich dann hinzufügen und bekomme das dann geordnet nach Messung entsprechend hier rein. Und das ist letztendlich hier der zweite Punkt, wie man hier die Messwerte in Form von Diagrammen darstellt. Wir sehen, die Titelzeilen und Titelspalten, diese grau hinterlegten, haben hier auch nochmal den Effekt, dass automatisch die Benennung übernommen wird. Das wird uns später nochmal dann begegnen, wenn wir Diagramme erstellen wollen, die aus einer skalierten X- und Y-Achse bestehen. Und da muss man ein bisschen entsprechend, was Messwerte angeht, aufpassen, wo man die dann letztendlich einträgt. Gut, jetzt habe ich gerade letztendlich schon das erste, ja, Endprodukt letztendlich geliefert. Was jetzt die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler wäre in diesem Projekt, nämlich die Messwerte hier dann aufzunehmen und einzutragen. Und jetzt kommt natürlich der letzte interessante Step, nämlich aus diesen Messwerten, dann fehlt natürlich jetzt noch Minimum- und Maximumwert, um den letztendlich hier noch zu berechnen. Aber ich glaube, die Funktionsweise habe ich euch jetzt soweit gerade gezeigt. Jetzt beginnt natürlich der spannende Punkt, dass man mit diesen Diagrammen natürlich jetzt die Lernkarte gestalten kann. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch herkömmlich dann einmal auf das Diagramm drauf tippen, wenn es angewählt ist, und dann auf Kopieren gehen. Ich finde es eigentlich immer ganz schön, dann auch im Splitscreen-Modus oder den Splitscreen-Modus zu zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler entsprechend auch parallel die Keynote-Präsentation öffnen können und, wenn sie das Ganze bearbeiten wollen, einfach auch länger auf das Diagramm draufbleiben können und das Ganze dann per Drag and Drop in die Präsentation auch reinziehen können und das auch dann direkt auf die passende Folie positionieren können. Also so kann ich sehr, sehr schnell mit den Schülerinnen und Schülern, auch in der Unterstufe hier in diesem Fall, eine Lernkarte erstellen. Und so ein bisschen ein kleiner Teaser letztendlich, um euch zu zeigen, wie sieht dann so ein Enddokument aus, wäre jetzt hier zum Beispiel auch ein Gruppenergebnis hier von einer Gruppe hier in diesem Fall. Kann man sicher noch einiges dann optimieren und besser machen, aber als Schülergebnis, finde ich, sieht man ganz gut, was so das Ziel ist, dass sie da einige Messwerte aufnehmen, Minimum, Maximum und Mittelwert entsprechend bestimmen und daraus dann letztendlich ausgehend hier von den Diagrammen eine Lernkarte erstellen. Man kann natürlich jetzt hier auch noch sehr viel weitergehen. Numbers bietet auch spannende Möglichkeiten hier, was diese Lernkarte angeht. Der eine oder andere wird sicher sehen, okay, mit bedingter Formatierung kann man auch sicher auf der Karte noch was machen. Also gibt es tolle Sachen, die man auch noch insgesamt mit Tabellenkalkulation hier dazu machen kann. Aber so als erstes Projekt, als erster Einstieg, ist es, glaube ich, klar geworden, hoffentlich klar geworden, was hier letztendlich das Ziel letztendlich ist. Und vielleicht so ein bisschen noch auch zu den Messwerten. Natürlich kann man hier auch dann Apps einsetzen. Ihr kennt dann eventuell die App Firefox oder den Schallanalysator, die natürlich die Möglichkeit bieten, auch Werte direkt aus der App exportieren. Der Schwerpunkt hier liegt wirklich in die Bedienung von Numbers und diesem händischen Eingeben von Messwerten, gerade in der Unterstufe, um das dann zu üben und das entsprechend dann so weit hinzubekommen.
Gerade wenn es darum geht, die Messungen letztendlich nicht durch Geräusche, Aufschiebsgeräusche etc. beeinflussen zu lassen, gibt es da auch eine nette Möglichkeit, die ich auch noch kurz vorstellen will. Geht in letztendlich in jeder App, die man verwenden kann, um Schall aufzuzeichnen. Ich nehme jetzt hier einfach den Schallanalysator. Natürlich, wie gesagt, Exportmöglichkeit, so die elegante Möglichkeit. Gleichzeitig kann ich natürlich eine Messung starten, den langsamen Messmodus, der jetzt gerade die DBA aufzeichnet, wählen und dann beispielsweise über die Aufzeichnung von dem Bildschirmvideo, was jetzt natürlich nicht möglich ist durch das Teilen, hier entsprechend Messwerte aufzunehmen und im Anschluss daran dieses Video dann händisch in das Numbers-Dokument einzufügen. Auch so eine Möglichkeit, um so zu Art ein digitales Messprotokoll währenddessen durch das iPad erstellen zu lassen. Und auch hier wieder Möglichkeit, den Splitscreen-Modus zu nutzen. Einer Seite dann das Video hier einzublenden, auf der anderen Seite auch die Numbers-Tabelle. So, ziehe ich gerade mal rein, um das ein bisschen zu zeigen. Und dann kann ich direkt hier meine Messwerte von dem Video oder von dem Tool hier entsprechend in Numbers dann übernehmen. Nochmal, um so diesen Vordergrund zu fokussieren. Ich lasse die Schüler Daten in Numbers eingeben und auch das wirklich händisch dann bearbeiten, um damit fit zu werden mit der Tabellenkalkulation. Gut, so viel als erstes Projekt. Kann ich gerne, falls Fragen dazu sind, auch noch später entsprechend weitererzählen, ein bisschen noch genauer vorstellen, aber so viel als erstes Projekt zum Thema Lärm in der Schule und Erstellen einer digitalen Lernkarte. Das nächste, was ich mit euch anschauen will, ist das Thema Temperaturmessung bzw. Verwenden von externen Sensoren. Und dazu habe ich ein anderes Dokument jetzt gerade schon vorbereitet, wo ich auch wieder ein paar Vorlagen oder ein paar Sachen mit euch machen will. Hier der Vordergrund, Forschungsfrage habe ich oben eingeblendet. Dehnt sich oder wie dehnt sich Wasser bei Temperaturerhöhung aus? Wir sind jetzt ein bisschen höhere Klassenstufe, eben noch so Klasse 6, 7, jetzt vielleicht ein bisschen Richtung Klasse 8, 9. Und man sieht, dass man hier in Numbers so als fertige Vorlage auch natürlich in diesem Fall Fotos oder eine Versuchsbeschreibung, eine Versuchsskizze hier einfügen kann, um damit dem Schüler nicht nur das Versuchsprotokoll erstellen zu lassen, sondern auch die gesamte Auswertung in diesem Dokument letztendlich anfertigen. Das ist doch so eine interessante Strukturfrage. Wo findet dann die letztendliche Auswertung statt? Ist es dann das Heft oder ist es dann eigentlich dieses Numbers-Dokument, sodass die Schüler mit diesem Lernprodukt, diesem Numbers-Dokument dann am Ende letztendlich herausgehen oder in dem Projekt dann entsprechend fertig erstellen? So, wir sehen die fertige Vorlage, was in diesem Fall die Schülerinnen und Schüler bekommen würden. Hier in diesem Fall bestehend aus der Forschungsfrage hier oben, einem Aufbau, einer Versuchsdurchführung. Natürlich könnte man hier entsprechend das Ganze natürlich auch noch als Skizze reinmachen, einem vorbereiteten Messwerttabelle und einem, das kann man sich dann überlegen, ob man das dann auch schon liefert oder ob die Schülerinnen und Schüler das selber erstellen, ein vorbereitetes Diagramm, was dann automatisch Daten verarbeitet und vorbereitete Felder dann später für die Beobachtung und für die letztendlich Auswertung. Ich zeige auch im Anschluss dann gleich die fertige Auswertung, wie das dann letztendlich aussieht und starte jetzt einfach mal mit der Vorlage, wie man das letztendlich vorbereiten kann, vorbereiten sollte. Der erste Punkt ist, dass was öfter mal passiert, wenn man auf Bilder drauf tippt, die man hier reingebaut hat, dass dann die Schüler gerade im iPad, wenn die Tastatur reingeht, hier das Ganze dann verschoben wird, was natürlich nicht so geschickt ist. Von daher ist der erste Punkt, den man auf jeden Fall bei diesen Dokumenten machen sollte, das Ganze zu schützen, was nicht verschoben werden soll. Das funktioniert so, indem man auf ein Bild hier drauf tippt, auf den Pinsel geht und entsprechend unter Anordnung hier oben das Ganze schützt. Das hat den folgenden Vorteil, man sieht es an den ausgegrauten Eckpunkten, dass wenn die Schülerinnen und Schüler hier noch drin rumvorwerken, was reinschreiben oder ergänzen, Textfelder einfügen, dass dann das Ganze nicht mehr verschoben werden kann. Natürlich kann man das manuell dann wieder aufheben, aber gerade wenn es um wirklich eine ordentliche Struktur geht, die Schülerinnen und Schüler erstellen sollen, ist es aus meiner Sicht sinnvoll, auf jeden Fall bei den angefertigten Punkten, die man reingibt als Vorlage, auch diesen Schutz zu versehen. Oder vielleicht den noch
strikteren Weg geht, dass man das Ganze erstmal quasi per Screenshot, per PDF dann hier einfügt, um sozusagen jegliche Beeinflussung zu vermeiden. Dann erstellen wir mal die Messwerttabelle. Ich habe es vorhin hier reingebracht, Temperatur in Grad Celsius und Höhe. Füge ich ein, indem ich hier ein neues Tabellenblatt hier einfüge. Und hier habe ich verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Ich wähle jetzt die Tabelle mit ausschließlich einer Titelzeile und keiner Titelspalte mehr. Und das kommt letztendlich daher, dass wir jetzt hier bei der Temperatur abhängigen Ausdehnungen sowohl eine skalierte X- als auch Y-Achse dann auch haben wollen und in diesem Fall das dann nicht mehr passt. Gut, wir benennen die, das kann ich mir jetzt auch sparen, einfach einen Doppeltipp da drauf und dann tragen wir jetzt hier entsprechend ein, das ist zum Beispiel die Temperatur in Grad Celsius, oh, schreibe ich jetzt einfach mal, bevor ich das Zeichen wieder schnell suche, ausgeschrieben und entsprechend hier die Steighöhe. So, und da gibt es eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, wie ich jetzt auch gerade, wenn ich vielleicht die Schülerinnen und Schüler hier gar nicht in diese Tabelle während dem Versuch eintragen lassen möchte, was manchmal auch durch den Versuchsaufbau und so weiter behindert wird, eine ganz gute Möglichkeit, hier ein sogenanntes Formularfeld zu erstellen. Und zwar kann ich das über das sogenannte Pluszeichen hier oben machen und hier ein neues Formular erstellen. Und jetzt wähle ich hier in diesem Fall mein Blatt aus, für das dieses Formularfeld gelten soll. Jetzt habe ich die Tabelle nicht benannt. Das sieht man jetzt auch gleich, die Tabelle, an der ich gerade gearbeitet habe. Die wähle ich aus und bekomme jetzt ein neues Formular, für so wie ein extra Tabellenfeld hier oben, wo man letztendlich jede Zeile meiner Tabelle hier sieht, sodass man hier während des Versuchs relativ komfortabel dann auch mit der größeren Tastatur eintragen kann, was für eine Temperatur, was für eine Steighöhe und relativ komfortabel hier zu dem nächsten, der nächsten Zeile letztendlich gehen kann. Und wenn ich jetzt hier eintrage, ein Beispielwert, ich habe jetzt hier 25 Grad gehabt und Steighöhe 0, dann wird es beim Ausfüllen in diesem Formularfeld entsprechend in meine Tabelle übernommen. Und habe hier sozusagen einen kleinen Punkt, einen kleinen Vorteil dadurch, wenn ich jetzt während dem Versuch schnell mitprotokollieren möchte, dann kann ich das hier sehr, sehr gut entsprechend machen. Das ist ein Punkt, den man dann als Lehrerin, als Lehrer dann entsprechend vorbereiten sollte und dann entsprechend dann auch den Schülern gibt. Als Vorbereitung hatte ich vorhin auch gerade das fertige Diagramm erwähnt. Gehe ich jetzt auf die Diagrammarten so ein bisschen ein, wieder irgendwo nicht, also gucken, dass man nichts angewählt hat. Und ganz unten ist eigentlich so der interessante Diagrammbereich, nämlich dieses Kreuzdiagramm, weil hier möglich wird, dass ich entsprechend zwei Achsen hier unabhängig voneinander auch skalieren kann. Ich wähle das wieder aus, ziehe mir das wieder entsprechend runter und neben mein Tabellenfeld. Und wenn ich jetzt hier meine Daten auswählen will, ich tippe einmal drauf, man sieht auch durch den grünen Balken entsprechend, dass man jetzt gerade im Bearbeitungsbereich dieses Diagramms ist. Und jetzt ist folgendermaßen, man wählt erst die X-Achse und anschließend dann die Y-Achse aus. Das heißt, ich tippe einmal auf die X-Achse, jetzt wird erstmal Y angezeigt, und in dem Moment, wo ich auf die zweite Achse drauf tippe, dann wird die Y-Achse hier angezeigt und in diesem Fall dann bekommt man hier die Werte natürlich jetzt ein bisschen witzlos, weil ich nur einen Wert hier eingegeben habe, aber so funktioniert das Auswählen, das Erstellen dieses Diagramms und man hat hier entsprechend dann noch die Möglichkeit, ein bisschen was zu verfeinern. Jetzt sieht man, nun, ich mache noch einen zweiten Datenpunkt mal rein. So. Und dann sieht man, dann werden die Punkte hier automatisch eingetragen. Da ist natürlich das Erste, was man auf jeden Fall erstellen oder machen, ändern sollte, natürlich den Diagrammstil ein bisschen entsprechend bei dem Datensymbol kleiner machen. Und zwar, jetzt muss ich gerade gucken, das Datensymbol, genau, wenn ich im Datensymbol drin bin,
Indem ich hier drauf tippe, hier auf das Datensymbol, kann ich hier noch die Größe entsprechend verändern. Da einfach auf einmal auf Plus drücken hier oder auf Minus und dann werden die Punkte entsprechend auch so groß, dass man wirklich was erkennen kann, wenn viele Daten da drin sind und nicht mehr so super, super groß, wie sie ursprünglich mal war. Und so kann ich entsprechend dann die Daten eintragen lassen. Das Ganze werten dann die Schüler aus, tragen ihre Daten dann letztendlich ein. Und kommen dann letztendlich zur Schilderung der Beobachtung und zur Schilderung der Auswertung. Und hier gibt es auch wieder eine spannende Möglichkeit, Stichwort Selbsterklärungen und Selbstaktivitäten der Schülerin noch einfordern. Über die folgende Möglichkeit. Jetzt füge ich mal hier einen Textbutton für die Beobachtung ein. Auch wieder, das kann man natürlich Beobachtung entsprechend vorbereiten, indem man die Schülerinnen und Schüler jetzt keinen Text, entweder mit Stift, was natürlich möglich wäre, oder per Tastatur eingeben lässt, sondern das Ganze hier auch über ein Audiokommentar oder ein Videostatement letztendlich erstellen lässt, wobei aus meiner Sicht hier geeigneter, auch aus Datenschutzgründen, das Audio ist. Und zwar funktioniert das sehr einfach, indem ich hier auf das Bildsymbol hier oben, ein bisschen missverständlich, aber Medien allgemein verbirgt sich dahinter, drauf tippe und auf Audio aufnehmen. Und hier habe ich die Möglichkeit, deine Beobachtung zu diesem Versuch aufzunehmen. Und in dem Moment nehme ich jetzt hier die Beobachtung auf. Ich stoppe das Ganze wieder, kann das eventuell noch zuschneiden, bearbeiten. Und nachdem ich das einfüge, habe ich jetzt hier einen netten Button, den man dann wieder zum Abspielen drauf tippen kann. Das Gleiche kann ich natürlich auch mit der Auswertung machen, indem ich die Schüler dann auch sowohl die Beobachtung als auch die Auswertung dann als Audiokommentar hier verfassen lasse und man hat eine sehr, sehr schnelle Rückmeldung und auch gleichzeitig eine Kontrolle darüber, in welcher Fachsprache das Ganze geschildert wird. Zu dem Versuch kann man das relativ schnell anhören und dann auch ein Feedback dazu geben. Und das sieht man auch gleich in der fertigen Auswertung. Dann mit den Messwerten drin, wo dann in der Beobachtung, in der Auswertung einfach dann diese Audio-Buttons sind, was dann die Schülerinnen und Schüler dann von dem Versuch haben als digitales Messprotokoll zu dem Versuch. Und in dem Fall aus meiner Sicht eine ganz runde Sache, auch wie ich es gerade erwähnt habe, gerade weil man die Beobachtungen und die Auswertungen relativ schnell sich anhören kann und bewerten kann oder über Co-Teaching dann auch die Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig entsprechend die Aufnahmen dann kontrollieren lassen kann. Jetzt habe ich natürlich ausschließlich bisher den Datenübertrag händisch gemacht, den Daten eingegeben letztendlich. Natürlich bieten sich jetzt hier auch die Möglichkeit an, Bluetooth-gekoppelte oder kabelgebundene Sensoren. Da gibt es eine mannigfaltige Auswahl auch an Möglichkeiten für die Physikausstattung zu nutzen. Auch ein Stichwort dazu geht natürlich entsprechend genauso. Wenn wir jetzt in ein Tool mal kurz reingucken, ich habe jetzt hier schon Messwerte vorbereitet mit einem Tool, das wäre jetzt so eine Temperaturkurve mit dem Tauchsieder. Da sieht jedes Programm von jedem Hersteller natürlich unterschiedlich aus, aber in jedem Programm gibt es eigentlich einen Export, dass ich zumindest das Ganze als CSV-Datei entsprechend abspeichern kann. Und auch das ist natürlich möglich, richtiges Datenformat entsprechend dann noch anwählen. Und ich speichere das jetzt mal in meinen Ordner, so von der Session. Und dann kann ich auch dieses Material entsprechend dann öffnen. Jetzt habe ich hier schon meine Vorlage entsprechend und dann muss ich natürlich in meinen Export reingehen. Und kann natürlich dann auch diesen Datensatz entsprechend bearbeiten, markieren und zum Beispiel hier dann einfach über Kopieren dann in meine Auswertung einfügen. Oder auch in diesem CSV-Dokument als neues Numbers-Dokument dann entsprechend weiterarbeiten. Wenn ich jetzt meine Temperaturkurve zum Beispiel mit einem Bluetooth-Sensor, wie gesagt, da gibt es diverse, die auch, glaube ich, Sinn machen, entsprechend dann auch direkt übertragen kann. Ansonsten kann ich natürlich auch das Messwert-Tool dann dazu nutzen, um die Messwerte direkt am iPad abzulesen. Auch gerade wieder über den Splitscreen-Modus kann ich wunderbar die Messwerte dann einerseits mit der Hersteller-App von dem Drahtlos-Sensor dann auf der einen Seite abspielen lassen und auf der anderen Seite meine Messwerte dann in mein Dokument
jetzt gerade noch mal das Beispieldokument auf, hier eintragen, zum Beispiel auch für das Formular. Also das wäre jetzt hier der Workflow, den man hier bei dieser Temperaturmessung entsprechend machen kann. Gut, zweites Beispiel. Ich hoffe, das war soweit ja ganz interessant und soweit vielleicht das eine oder andere neue dabei. Und wir kommen damit zum dritten Beispiel. Und da will ich euch auch ein kurzes Video schnell zeigen. Das letzte Beispiel wird noch, wir gehen ein bisschen höher noch auf eine höhere Klassenstufe, nämlich das Thema Bewegung, Bewegungsaufzeichnungen, in diesem Fall mit der App Viana sein. Ich habe jetzt auch ein Schülervideo einfach mal gezeigt. Es geht um den waagrechten Wurf. Finde ich es immer ganz spannend, auch zu gucken natürlich, was für Versuche macht man da. Und ich fand auch in dem Fall interessant, natürlich einen Versuch zu machen, der so ein bisschen auch eine Forschungsfrage letztendlich mit aufwirft und so ein bisschen auch natürlich Spaß macht. Ich spiele mal das Video ab. Ich hoffe, das ist auch soweit bei euch ruckelfrei. Es ist auch in Slow Motion, von daher sollte das eigentlich gehen. Ich spiele es auch gleich nochmal ein zweites Mal ab. Es geht hier darum, ob das Auto, was auf gleicher Höhe vom Tisch losgelassen wird, durch den Metallring fliegt. Das ist so ein kleiner Metallring, der in dem Moment ausgelöst wird, wenn das kleine gebaute Auto, in diesem Fall war einfach Lego Technik dahinter, hier die Tischkante verlässt. Und die spannende Frage natürlich hier, die Forschungsfrage ist, fliegt das Auto durch den Ring und wenn ja, warum? Und in diesem Fall ist natürlich auch wieder eine Videoauswertung letztendlich dahinter. Mit Viana, von der Zeit her kann ich, bitte habt dafür Verständnis, jetzt nicht auf Viana eingehen und das nochmal ausführlich erklären, könnte man eine Extra-Session an sich für das Thema machen, sondern es geht jetzt hier hauptsächlich um die Behandlung von diesen Messwerten in Numbers und die will ich jetzt euch mal zeigen. Aber kurz zeigen auch, wie man das Ganze aus dann Viana entsprechend rausbekommt. Ja, mit was wir starten wollen, sind diese Messwerte. Das wäre jetzt hier Messwerte, die man aus Viana rausbekommt, wo man sieht, okay, da stecken natürlich auch komplexere Messwerte hinter. Wissenschaftliche Zahlschreibweise ist vielleicht auch so das erste Hindernis, wo man dann sieht, was Viana in diesem Fall verwendet. Und wären jetzt in diesem Fall die Messwerte. Wir haben jetzt hier in Viana die Frames, die Zeit, XY-Koordinate, XY-Geschwindigkeit des Objekts. Schlechtes geschickt, ich schwenke kurz auf Viana. Woher kommen diese Daten überhaupt? Falls jemand von euch das nicht kennt und so ein bisschen so ein Teaser braucht. Grundsätzlich ist es jetzt ein anderes Video zum freien Fall. Habe ich die Möglichkeit, hier Bewegungen aufzuzeichnen, indem ich hier ein Objekt in dem Video erfasse. Und wenn ich dieses Objekt erfasse, geht auch mal automatisch in diesem Fall, wenn Objekte farbig sind, dann bekomme ich hier in Viana Diagramme, die ich mir anschauen kann und natürlich allein hier schon interpretieren kann. Das Spannende ist natürlich auch jetzt in Numbers mit diesen Daten was anzufangen und auch hier Physik zu betreiben. Und dafür gibt es auch hier wieder einen CSV-Export. Und in dem Moment, wo ich die CSV mit einer anderen Datei öffne, kann ich die Datei dann entsprechend wieder speichern und hier entsprechend auch sichern. Und wie ich es gerade eben schon bei dem letzten Beispiel gezeigt habe, habt ihr dann wieder in Numbers die Möglichkeit, ich gehe nochmal ganz kurz raus, hier natürlich das Ganze wieder zu öffnen und ihr seht dann, okay, ist dann entsprechend dann genau so eine Tabelle. Ihr seht, die Tabelle sieht identisch aus zu dem, was ich gerade hatte. Also von daher, so bekommt man die Daten letztendlich in Numbers dann rein. So, wir gehen in mein vorbereitetes Beispiel. Und ich will jetzt euch ein bisschen zeigen, was man mit diesen Daten hier machen kann, bevor wir dann auch schon so langsam zu den Fragen letztendlich kommen. Jetzt natürlich spannend, hier auch Berechnungen vorzunehmen. Dafür brauche ich dann entsprechend noch zwei weitere Spalten hier für die Beschleunigung letztendlich. Und das zeige ich jetzt hier mal zum Beispiel die spannender ein bisschen die Y-Beschleunigung natürlich. Beschleunigung. So.
Und jetzt muss man natürlich gucken, wie berechnet man die, wie berechnet die Viana. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber natürlich, es ist hier die gängige Variante, dass ich natürlich die entsprechend die Geschwindigkeit durch die und die Geschwindigkeitsänderung durch die Zeitänderung hier berechnen lasse. Und das kann ich natürlich auch wieder über eine Formel eingeben. Und eine Möglichkeit natürlich über das Zelle. Auf der anderen Seite kann ich auch über einen Doppeltipp in diese Formel reinkommen, in die Formel, die da reinkommt, indem ich hier auf das Ist gleich tippe und kann jetzt hier meine Formel entsprechend eingeben über die Differenz der Geschwindigkeiten geteilt durch die Differenz der Zeit. Und jetzt kann ich natürlich eine kleine Formel eingeben hier, indem ich die Punkte antippe. Wir sehen auch, da ist jetzt wieder die Benennung der Fall. Wir sehen oben die Titelzeile, kennen wir ja schon, die Titelspalte. Und entsprechend hier dann meine Formel. So, minus hier. Geteilt durch dann die Differenz der Zeit. So, und dann bekomme ich einen Beschleunigungswert und kann den natürlich jetzt auch für jede Differenz entsprechend weiter runterziehen, indem ich jetzt hier, ähnlich wie ich es vorhin gemacht habe, wieder das Ganze automatisiert ausfüllen lasse und mache das jetzt hier auch wieder, indem ich auf Zelle drauf tippe, Zellen automatisch füllen und kann dann hier meine Beschleunigungswerte bestimmen. Wir werden feststellen, die sind auch nicht wirklich gut, wenn ich in der fertigen Auswertung zeige, weil einerseits natürlich auch die Qualität der Daten dann von diesem Beispiel hier auch mit der Markierung von dem Objekt und der genauen Markierung in Viana letztendlich abhängen, aber da kann man wunderbar auch über Fehler und deren Auswirkungen auf die einzelnen Messwerte wunderbar mit den Schülerinnen und Schülern diskutieren. Gut, ich habe eine Beschleunigung berechnet als Beispiel und jetzt natürlich auch wieder spannend, dann Diagramme zu erstellen und zeige ich das auch noch mal ein bisschen am Beispiel und auch das Thema dann natürlich die Ausgleichsgeraden, die hier eine Rolle spielen werden. Und wenn ich jetzt hier auf Diagramme drauf gehe, ich nutze wieder mein entsprechendes Kreuz-Querschnitt-Stern-Diagramm. Jetzt könnte ich zum Beispiel die Y-Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Zeit entsprechend aufzeichnen. Und wir tippen erstmal die X-Achse an die Zeit und dann die Y-Achse die Geschwindigkeit. Und dann bekomme ich jetzt hier mein Diagramm, meine realen Daten sehe oder sind auch ein paar Messwerte, die jetzt nicht wirklich hübsch sind, aber sehe natürlich, okay, die Geschwindigkeit muss sich offenbar linear steigern. Jetzt bietet sich natürlich auch hier eine Ausgleichsgerade, denn Steigung ist natürlich dann interessant zum Abzulesen. Und das mache ich, indem ich einmal auf das Diagramm drauf tippe, auf den Pinsel gehe. Und hier entsprechend auf Daten die Möglichkeit habe, nein, wo war es? Diagramm, sorry, Diagramm entsprechend eine sogenannte Trendlinie einzufügen. Und unter Trendlinien kann ich jetzt hier auswählen, lineare Trendlinie und dann auch anwählen, dass die Gleichung angezeigt wird. Bekomme jetzt hier dann einen Wert. Bitte auch bedenken, dass es jetzt hier gerade in 100 Zentimeter ist, der natürlich nicht nahe dem tatsächlichen Wert liegt. Und natürlich die Frage ist, warum und wie können wir unsere Messung entsprechend verbessern. Gut, die Zeit läuft so ein bisschen davon, damit wir noch entsprechend Zeit haben, auch so ein bisschen so das fertige Auswertungsdokument. Da sind jetzt natürlich alle Diagrammarten drin. Ich habe einerseits die X-Koordinate, Y-Koordinate, X-Geschwindigkeit, Y-Geschwindigkeit und das, was ich vorhin angesprochen habe, kommt ein bisschen bei Viana dann zum Tragen. Da muss man auch gucken, wie man das ein bisschen auch optimiert dann mit den Messungen, wo man natürlich sieht, okay, gerade bei der Beschleunigung, wenn ich nur die Werte entsprechend subtrahiere, habe ich dann eine größere Streuung, aber natürlich ganz, ganz spannend, weil ich jetzt mit realen Daten arbeiten kann und mir über Fehler und Fehlerkonsequenzen dann entsprechend Gedanken machen kann. So viel zum Beispiel Nummer 3, jetzt wirklich auch ein bisschen für eine höhere Klassenstufe, Klassenstufe 9, Klassenstufe 10 und digitale Auswertung, in diesem Fall mit Numbers, alles hier in diesem Fall auf dem iPad und in diesem Fall hier auch durch die Schülerinnen und Schüler durchgeführt, jetzt von mir mit diesen Schülerbeispielen in diesem Fall verwendet. Gut, ja, jetzt natürlich so ein bisschen zum letzten Punkt letztendlich, nämlich
Wo kann man sich, bevor wir zur Fragerunde kommen, wo kann man sich da Anregungen, wo kann man da Hilfemöglichkeiten finden? Und da auf jeden Fall am Schluss wird der Link auch nochmal eingeblendet, gibt es das Apple Teacher Programm, was nochmal Anleitung auch gerade zu einem was bereitstellt oder auch diverse Workshops, die jetzt hier auch im weiteren Verlauf der Bildungswoche angeboten werden, auch zum Thema dann Naturwissenschaften oder anderen Fortbildungen. Auch da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, gerade auch da weiter in die Richtung zu gehen. Aber gerade im Apple Teacher an der Seite findet ihr diverse Möglichkeiten, unter anderem auch kleine Quiz zum Thema Numbers, wo ihr auch nochmal diverse Funktionen kennenlernen werdet, die natürlich spannend sind, auch zu erforschen, die man dann auch vielleicht im normalen Arbeitsalltag dann gar nicht entdeckt hat. Gut, bevor wir so ein bisschen zu dem allgemeinen Schluss kommen, jetzt die Frage auch an den Holger. Holger, hast du vielleicht noch die häufig Fragen für mich oder Fragen für mich, die an dich weitergegeben wurden? Erstmal vielen Dank für den super Vortrag. War echt spannend, auch für mich, was mittlerweile so alles möglich ist. Ja, also als allererstes kam die Frage auf, wie die App heißt zur Lärmmessung. Da kam auch schon eine Antwort, Fufox. Ist das korrekt? Habe ich das richtig ausgesprochen? Genau, das ist richtig. Es gibt zwei verschiedene Apps, einerseits Fufox, zum anderen den Schallanalysator, der tatsächlich genauso heißt und man im App Store auch so findet. Ist so ein bisschen so die Frage, worauf richtet man das aus? Unterstufe oder eher Mittelstufe, Oberstufe? Fufox natürlich mit viel mehr Möglichkeiten. Der Schallanalysator ein Stück weit einfacher zu bedienen, muss dann entsprechend die Lehrkraft dann, müsstet ihr dann entscheiden, was für euch dann geschickter ist, um einfach mal beide auszubilden. Dann war noch eine Bitte, und zwar könntest du gegebenenfalls dein Numbers-Beispiel als Datei zur Verfügung stellen, sodass die Kollegen und Kolleginnen das auch später selber ausprobieren können. Ich kann gerne, also die Schülerdaten waren jetzt hier nur zum Zeigen, aber die vorbereiteten Dokumente, die ich jetzt selber erstellt habe mit meinen Bildern, die kann ich gerne zur Verfügung stellen. Müssen wir später gucken, wie ich das auf die Profilseite eventuell dann hochladen kann. Aber können wir schauen, ob wir das hinbekommen. Sehr gut. Und dann gab es noch eine Frage, welche Sensoren da genutzt worden sind speziell. Für dieses Beispiel, das waren jetzt Vernier-Sensoren, aber da gibt es, glaube ich, an vielen Schulen auch unterschiedliche Ausstellungen. Es ist immer die Frage, was hat man schon an der Schule, wie kann man das vielleicht einbinden? Von daher war jetzt mein Schwerpunkt eher diese Möglichkeit mit Numbers. Aber ich glaube, da bieten mittlerweile, glaube ich, alle Physikmittelhersteller, ich will da keinen irgendwie jetzt groß hervorheben, da denke ich, ganz gute Möglichkeiten, das Ganze einzubinden. Oder auch gerade mit den iPad-eigenen Sensoren. Fufox haben wir gerade erwähnt. Auch da habe ich die Möglichkeit, die Sensoren, die am iPad drin sind oder am Handy drin sind, wenn ich jetzt das Ganze auf dem Handy abspiele, auch die anzuzapfen, wo sich auch nochmal interessante Möglichkeiten bieten. Und schlussendlich gerade so die allgemeinen Sensoren wie eine Kamera, wie bei Viana, die sind natürlich überall möglich. Von daher muss man ja nicht nur auf diese externen Sensoren zugreifen, sondern kann auch das iPad oder das Telefon in diesem Fall an sich mit seinen Sensoren dann auch hier einbinden. Wir bleiben bei dem Thema Sensoren. Hast du jedenfalls auch Empfehlungen für Chemie? Chemie bin ich jetzt fächermäßig nicht drin, aber ich würde sagen, jetzt auch gerade so den Temperatursensoren, Bluetooth-Sensoren sind natürlich genial, weil ich kann sie drahtlos mit dem iPad verbinden, muss nicht immer sozusagen direkt, kann ihn an gute Stellen einbauen in meinen Versuchsaufbau. Von daher würde ich sagen, dass diese Bluetooth-Sensoren generell, glaube ich, auch perfekt für den Chemieunterricht sind. Aber so gleichzeitig so will ich nämlich nicht zu sehr vorwagen, weil dann vielleicht auch dann doch andere Anforderungen sind. Von daher glaube ich, gibt es da sicher auch Anregungen für den Chemieunterricht, die wahrscheinlich ähnlich gut funktionieren wie jetzt dann die Bluetooth-Sensoren für den Physikunterricht. Ja, und dann als allerletztes, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, und zwar der Enno benutzt eine Kallio Mini und ob du da Erfahrung hast. Man kann den Calliope auch mit der entsprechenden App dann, es gibt ja auch die Calliope-App für das iPad, kann ich natürlich da auch sozusagen auf die Messwerte zugreifen. Ist natürlich eine spannende Frage, wie will ich letztendlich den Calliope einbinden? Lege ich mehr Wert auf die Informatik? Lege ich mehr Wert auf, wie die Daten an mein iPad gesendet werden? Kann ich natürlich versuchen, da ein entsprechendes Programm zu schreiben. Ich
glaube, wenn ich jetzt so ein bisschen die Auswirkung wirklich oder die Ausrichtung, Entschuldigung, auf Naturwissenschaft, Messwertprotokollierung lege, dann wäre mir persönlich das jetzt gerade im Physikunterricht vielleicht ein bisschen too much, aber kommt natürlich echt komplett auf die Klassenstufe an. Worauf richte ich das aus und wo lege ich den Schwerpunkt? Aber so für mein Verständnis, also gerade in Unter- und vielleicht Anfang Mittelstufe, fand ich jetzt so diesen Workload. Es wird zum Beispiel eine Schall-App eingesetzt, um was digital zu protokollieren, mit einer entsprechenden Projektmethode. Ist eigentlich, glaube ich, meiner Ansicht nach genug drin in dem ganzen Gehalt, was die Schülerinnen und Schüler beachten müssen. Aber auch komplett, also kein Nein oder Ja, sondern nur kommt echt auf die Ausrichtung an. An sich ist es sicher möglich mit der Calliope-App. Nur wieder spannend zu sehen, wo man dann den Schwerpunkt legt, was tatsächlich dann gemacht wird. Gut. Ja, vielen Dank für die Fragen, Holger. Ich glaube, wir sind auch zeitmäßig so ein bisschen am Ende beziehungsweise am Übergang zu der nächsten Session, sodass ihr auf jeden Fall auch Zeit bekommt, so vielleicht einen Kaffee, wenn ihr in der nächsten Session dann dabei seid. So ein bisschen allgemeine Sachen von mir, wer das interessant fand, auch mir nochmal schreiben möchte, Anmerkungen hat, beziehungsweise auch gucken möchte. Ich habe ja noch ein paar Punkte genannt, die man auch noch zusätzlich machen kann, der es interessant findet, gerne auf mich über meine Kontaktdaten kommen.